Lieber Magier, kannst du den wegmachen? Was? Wohin legen Hier, wir den hier. Scout? Wo wollten wir ihn haben? Nehmen die Decoy wahrscheinlich. Zu mir. Hier nicht neben Warum? den Decoy? Damit er den Ich will Decoy ihn angreift. kriegen. Der ist dafür da. Ja, bitte. Wie du magst. Mir ist es wurscht. So, Nummer 1 ist es. Der kriegt auch 5 Leben. So, wir gehen in Runde 6. Am Ende dieser Runde muss einer von uns oben das Feld erreichen, sonst haben wir es nachher verloren. Erdenergie ist weg. Ja, habe ich. Die hast du eh verbraucht, Michi, Einfach gell? eine Habe ich Erfahrung vergessen genommen. wegzugeben. Ja. So, ich mische das Sonnendämonen-Deck, weil die letzte Karte das vorsah. Und ich glaube, damit können wir in die nächste Runde gehen. Soll ich eher früh oder spät dann kommen? Andi, du willst auf jeden Fall früh dran sein, sonst schubst Ja. sich der Sonnendämon runter. Naja, es ist deswegen schwer zu entscheiden, weil wir nicht wissen. Jetzt kommt nur noch Scouts. Wir wissen nicht, was in dem letzten Raum sein wird, wenn wir raufgehen. Der letzte Sonnendämon unten ist eh tot, wie du gesagt hast. Nehmen wir Ihr an, da habt es oben unten nur mit erscheint ein Scouts zu tun. Schamane. Weil da ist irgendwie komischerweise so ein Schamanenteil. Ja, er ist das größte Problem. Der hat noch volles Leben und der wird auf dieser Ebene bleiben, fürchte ich. Das ist blöd, dass wir alle die Monster verteilt haben überall. Vorschlagen. Da hat man geht drauf. Ich gehe rauf, ja. Der Andi muss schauen, dass Genau. er früh dran ist. Sehr So früh früh bist es du, geht mit aber seinen Möglichkeiten. ja, Den Sonnendämon wird sich ausgehen. kannst den 6er Damage gleich dem draufknallen. Wirklich? Ja, machst du, oder? Ich fürchte, die Option habe ich nicht. Hast du die Ja, andere Seite der Karte verwendet für irgendwas? Ah, habe ich. okay. Also, da hast du sie nicht. Ich habe sie jetzt nicht zur Verfügung. Ne? Gut. Sie liegt im Discard-Pile ganz oben auf, von Ande. Warum? Was hast du? Achso, du hast. Ich weiß schon, du hast sie verfallen lassen. Nach der Runde muss Ne? ich muss ich leider eine Rest machen. Oh. Ich muss auch eine machen. Es könnte Ja. oben jetzt wirklich ein bisschen kritisch werden, die Situation. Je nachdem, was da jetzt, also ob der Hast du Sonnemann in der Ande jetzt runterschubst 4 oder 5 Bewegungen, und hat was Max? oben Also du passiert. bleibst wirklich hier Ich habe eine vier stehen. Bewegung. Das heißt, es kann nur einer. Nein. Ja, wenn du es schaffst, gehe ich Ja. nicht darauf. Genau. Nur einer von uns beiden. Wir schauen Ja. einmal, was alle Karten ergeben. Mit einer sechster Bewegung Okay, kann er diskutieren noch wir nicht andere mal weiter. Sachen Schauen machen wir mal, oben, ja? ziehen wir mal die Karte für. Der Andi könnte hypothetisch. Ausgegeben. Ah, du hast nur 5. Okay. Na gut, decken wir mal auf. Bin mit 37 dran. Vierunddreißig hat der Andi, 66 der René, 41 der Michi. Ich decke die Scouts auf. 79, wenig Range Angriff, aber 4, zwei Target Ziele 2. und Fernkampfangriff. Ah. Sehr ungut. Schubsen herum wie böse. Sonnen habe ich schon, habe ich schon. Hast du Sonnen schon. schon, habe ich schon. Spät dran, erzeugen Sonnenenergie und hauen fest drauf und am Movement vorher. Aber, Andi, das heißt, wir haben Spielraum. Wir können uns jetzt wirklich Ja, überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. genau. Und du
Du mit 34 fängst auch an und ich mit 37 bin Zweiter. Das heißt, wir können jetzt wirklich planen, wie wir das am dümmsten machen. Der Naja, Sonnendämon einer bleibt hier, der andere geht drauf. wird sich um zwei bewegen. Das heißt, mich kann er nicht erreichen und dich würde er erreichen, wo du jetzt bist. Ja. Er könnte aber mit Juggernaut sich hier hinbewegen und ihn angreifen, den Sandemon. Und dann Und wieder weggehen. mit Trample kommt er entweder rauf oder er haut ab von dort, je nachdem. Ich würde sagen, ich schicke Er ihn wird rauf. Trample aber verlieren. Ja, ist in dem Szenario, glaube ich, nicht das Schlimmste. Na, was ist mit dir? Was machst du? Oder was kannst du tun? Heilen? Na, ich kann sonst nicht viel machen in der Runde, wenn ich nicht drauf gehe. Okay. Okay. Ja, Hartmann, geh du rauf und du kannst doch notfalls. Nein, du kannst nicht wieder Wie runter, viel gell? Bewegung hat der Sonnendämon? 2, gell? Ja, der hat 2. Voll. Hartmann, geh du rauf. Der Andi hat einen großen Vorteil. Der hat bis zu 6 Bewegungspunkte. Der könnte, wenn er jetzt rauf geht, gleich wieder runtergehen, wenn es dort schlimm ausschaut. Die Option habe ich nicht. Ich gehe rauf, bleib dann stehen und wenn da irgendwas ist, wäre ich dann von allem geprügelt. Ja, hier unten wird man auch geprügelt. Ja, vom Sonnendämon, aber du stehst auf der Stiege dann, kannst nicht runtergeschubst werden und der Sonnendämon haut einmal auf dich drauf. Was nicht schlecht, was nicht wenig ist. Das ist nicht wenig, das stimmt. Der haut jetzt mit Stärke 5 hin. Ich meine, die andere Option ist, du gehst drauf und bleibst oben. Wenn du merkst, dass oben es nicht so gefährlich ist und oder weniger als der Angriff 5, den du vom Sonnendämon kriegst, weil Genau, der Sonnendämon bleib oben. kann da niemanden fokussieren. Aber ich würde empfehlen, du verwendest jetzt einen Juggernaut, um auf die Stiege zu gehen und den Sonnendämon anzugreifen. Und dann gehst du mit Trample zuerst mal 2 Bewegungspunkte nach oben. Dann schauen wir, Nein, was da oben warte mal einen passiert. Moment, er kann das nicht, er muss da auf den Rubble. Ah ja, du hast recht, ja. Es ist also Rubble, nicht die Stiegen, mein Fehler. Obwohl, er geht trotzdem daher und fährt. Ja, auch ohne den Angriff. Weil du hast dann die Option, dass du wieder runtergehst und du kommst sogar vom Sonnendämon weg, weil du auf dem Rubble stehst. Mit zwei, achso, er reicht dir mit 2 Bewegungspunkten, er reicht dir Nein, nicht. es ist so. Ich gehe zum Sonnendämon, ich greife ihn an und dann gehe ich rauf und dann bleibe ich oben stehen. Nein, du kannst, das war mein Fehler, du kannst nicht zu ihm hingehen und ihn Doch, ich kann zu ihm hingehen, angreifen. ich greife ihn an und dann habe ich 4 Bewegungspunkte, um raufzukommen. Ja, Ja. das sieht nicht mehr aus. Ja, dann stehe ich oben. Naja, Nein, das mit ist vier blöd. Bewegungspunkten kommst du nicht nach oben, wenn du neben dem Sonnendämon stehst und ihn angreifst. Das war mein Fehler, du kannst ihn nicht angreifen. Du Wieso? Ich Na kann cool. drauf. Ich habe zuerst 2 und dann habe ich 4 Bewegungspunkte. Ah ja, okay. Dass er genau auf das Feld kommt. Ja. Ich sag die beiden Nachteile, die das hat. Erstens ist, du kannst oben auf nichts reagieren und zweitens, ich kann mit meinem Zug nicht annähernd irgendwas Sinnvolles Und damit machen. drittens, ich muss oben dann meine Long Rest machen. Nein, eine Gott! Short Rest müsstest du machen. Oder ja, stimmt, Short Rest. Oh Gott. Oh Gott. Deswegen, der andere Vorschlag war der, du tust dich mit den zwei Bewegungen von der oberen Hälfte von Juggernaut erstmal auf den Rubble bewegen, dann verwendest du die untere Hälfte von Trample und bewegst sie mit zwei Bewegungspunkten nach oben und dann hast du noch zwei Bewegungspunkte übrig. Du kannst wieder runtergehen oder oben bleiben, je nachdem, was besser ist. Da hast du zumindest zwei Optionen. Nein, ich will auch auf den Sonnendämon draufhauen. Okay. Das ist aber nur ein Angriff 2 und er hat ein Schild. Dieser Angriff wird nicht viel machen. Ja. Da. 2. Nein, er wird auf die Stiegen gehen. Er kommt ja nur hierher. Dann. Er fokussiert dann den Crackheart mit den vier Bewegungspunkten. Nein, stimmt nicht. Momentan würde er mich fokussieren, weil auf mich braucht er nur drei Bewegungspunkte. Aber der Vorteil ist, ich bin jetzt noch vor ihm dran. Ich kann wegziehen. Er geht nicht Er drauf. fokussiert aber auch nicht. Schau mal, er kann ich Weil nicht erreichen, er der bleibt andere hier vielleicht stehen, nicht das dort steht. steht.
Schau, es hängt eher alles davon ab, was der Andi macht, wenn er oben Kann aufdeckt, was der Anne jetzt einfach passiert. mal raufgehen? Bitte. Das Problem ist, ich muss oben eine. Ja, ich gehe rauf. Leute, ich gehe rauf. Ich habe mich Ja, das entschieden. stimmt. Der René hat recht. Was? Was sagt er? Andi, hypothetisch könnten wir beide draufgehen. Weil, also nicht draufgehen, sondern raufgehen. Wenn du jetzt mit den zwei Bewegungen hier auf den Rubble Ja. gehst, dann mit den vier Bewegungen hier rauf Und dann gehst und dann weiter. dich irgendwo hierher bewegst, komme ich nachher auf dieses Feld hier und wir stehen beide Halt, oben. halt, halt. Das geht gar nicht. Weißt du warum? Wirklich? Da oben sind Germanen. Wir wissen noch nicht, was da oben ist. Geht einer mal rauf, bevor wir jetzt weiter diskutieren. Nein, aber der Punkt ist der, ich kann so raufgehen, dass ich im Fokus von dir jetzt abziehe und du kannst eine Long Rest machen. Okay. Obwohl du hast 14 Leben, was soll dir Schlimmes Ich passieren? verwende zuerst dieses Move 4 mit Effekt 2. Nein, du verwendest zuerst Juggernaut. Naja, na, der Plan wäre, wenn er oben was aufdeckt, kann er dann mit Juggernaut noch einen Ach Angriff so, machen. okay, gut, dann von mir aus. Gut, den Angriff könnte ich ja auch mit Trample machen. Nein, nur Nein, weil wenn da ich nur. musstest du dich durchbewegen. Ja. Und es wird vermutlich am Ende deiner Bewegung irgendwas vielleicht neben dir stehen, Also das du mache noch ich zuerst angreifen meinen kannst. Move 4. Ich gehe darauf. Zu spät, ich bin oben. Ja, auf jeden Fall, Natürlich, natürlich. ja. Ja. René, lies vor. Ich bin oben. Lies vor, René. Jetzt haben wir so lange geredet, bitte. Echt, so reden die? So ist es. Bin dabei. Gut, speziell, ja genau. D. Normale noch dazu. Ja, also ich gehe einfach auf einen von den beiden zu jetzt und hau ihn. Und schubst den Und runter. hau ihn. Du schubst den gleich Ja, runter. also er hat auf jeden Fall, das ist eine Nummer 6. Der Nummer 6, der hat 4 Leben, nein, 3 Leben, oder? Sind das Elite oder normale? Die sind normal, drei 3 Leben, ja? Leben, da ist er tot. Nein. Na, schau mal. So, ich muss jetzt mal Du musst aufdecken. ihn Er erst. chillt 3. Der hat urviel Ja, aber Schild, er fällt ja den mal. Das ist runter. noch. Er kriegt ja. Ja. Okay. Nein, Oh, warte Schild ist mal. nur gegen Angriffe. So. Ach Gott. Na, das geht nicht. Wie soll ich das machen? Da brauche ich ein Plus 2. Habe ich aber nicht. Ich mache ihm keinen Schaden, aber ich schub ihn runter. Okay. Aber da ist er, Ande. Wo ist er denn? Auf die mittlere Plattform. Oh, da ist er. Da fällt Ja. immer eins runter. Na super, den habe ich jetzt am Hals. Und der Okay, hat jetzt der noch nimmt ein zwei Leben. Schaden. Ja. Genau, er geht von 3 auf 1. Ich decke übrigens eine Karte für die Schamanen auf. Die kommen mit 74 dran. Bewegen sich zwar langsam, aber greifen fest an. Erst Ich den könnte Rot einen oder Unterschub sich spielen. erst. Andi, du bist fertig, oder Ich wie? bin fertig, ja. Na gut,
Ihr unten habt ja volle Leben, gell? Nein. Noch immer nicht. Ich hin. Okay. Okay, ich habe zwei Optionen. Entweder ich gehe einfach runter und heile jemanden von euch. Oder ich gehe auf dieses Feld hier und kill diesen Schamanen mit einem Standard 2er Angriff, wo ich ihn runterschubs. Schubs ihn runter. Ja, ich glaube, das ist besser. Weil der greift mich jetzt sonst an. Ja, das passt. Ja, schubs. Schubs ihn. Ja, ich mach's einfach. Zwei Bewegungen hierher mit der unteren Hälfte von irgendeiner von den Karten und dann zwei Angriffe mit der oberen Hälfte der anderen Karte. Ich ziehe. Mal schauen, ob die Münze oben bleibt oder unten. Ich erzeuge Feuer und ziehe noch eine Karte. Plus 1, das sind 3, minus 3 Schild, 0 Schaden. Ich schubse ihn runter und er stirbt. Und hierher kommt noch eine Münze. Das heißt, ich bin dran. Also dieser Schamane, der hat ein bisschen ein blödes Leben gehabt jetzt. Ja. Was redet er auch so frech? Ja. Übrigens, René, wenn es dich tröstet, in 30 Jahren klingst du wirklich so, ohne dass du dich bemühen musst. So wie du sprichst für die ganzen Wurmlings. Ich auch gut. Führe den Heaving Swing aus. Gegen den da. Und push ihn in dieses Ding rein, zerstör das Obstacle und mach nochmal 2 Schaden dann auf ihn. Na dann machen wir Schaden. Dabei. Zack, plus 0. Das heißt, er bekommt 3 Schaden. Plus nochmal 2 Schaden. Das Obstacle ist weg, übrigens. Und stattdessen kommt eine Münze hin. So, ich bekomme 2 Erfahrung, also eine Erfahrung. Der Sonnendämon stirbt. Der Wärme cool. Ist tot, warte mal, den nein, nehme ich. Nein, es ist ja noch. Ja, derweil steht er noch da, aber er stirbt, wenn er dran ist. Außer er würde geheilt werden vom Schamanen da oben. Glaube ich nicht. Okay. Moment, ich bin noch dran. Ja, dann ist der Sonnendämon noch nicht dran und stirbt noch nicht. Ja, ich bin noch nicht dran, habe ich gesagt. Das heißt, ich könnte mich noch bewegen, weil der hat einen Range-Angriff, oder? Der Scout da. Der Scout, ja. Warte mal. Aber du killst den da, oder? Der hat nur noch ein Leben. Sollte eigentlich sterben, ne? Ich überlege gerade mich. Ich hab mir überlegt, ob ich mich nicht dahin bewege. Achso, nein, darf ich nicht, wenn du ein Area machst, ne? Du könntest den Sonnendämon auch noch angreifen, obwohl es nutzlos ist, weil das sowieso stirbt. Ja. Welchen Schaden? Von Icy Blast. Nein. Nein? Warum sollte er? Er kann nur Gegner angreifen, keine Freunde. Achso. Außer steht ausdrücklich dabei. Achso, aber ich möchte, warte mal, weil ich überlege gerade, entweder mich hier oder hier hinzustellen. Weil ich muss eine Long Rest machen und ein Scout wird neben mir auftauchen. Das ist das Problem. Hm? Was? Ja, ich habe mir auch gedacht, ja. Ja. Genau. Passt. Okay. I'm done. Gut, dann ist jetzt mit 66 ist der René dran. Und dann sind alle Monster dran. Übrigens, wir haben was vergessen. Als ich dran war, hat vor mir mein Summon gehandelt und der ist hierher gezogen. Das haben wir vergessen. Weil das sein Fokus ist. Ja. Du schießt einfach daher. Alles gut. Das passt. Beziehungsweise. Kannst du so sehen, als würdest du hier hinschießen. Du greifst eigentlich den Sun Demon Six an, aber der Schaden teilt sich rundherum aus. Siehst du, als würdest du hier angreifen. Drei Felder, geht sich aus. Siehst du?
Kannst, so wie du jetzt stehst, kannst du angreifen mit Icy Blast. Und wirst das Feuer nicht verbrauchen, nehme ich an. Nein, wirst du nicht. Ja. Wow. Okay, dann machen wir mal deine Angriffe. Wen greifst du zuerst an? Nein, so nicht. Wen greifst du zuerst an? Musst du sagen. Das ist ein Angriff 2 de facto, weil er vergiftet ist und ein Schild hat. Null Schaden, er überlebt. Das ist schon das zweite Mal, dass er wundersamerweise überlebt. Alles Ja, gut. er ist gemaddelt, aber das, ja, wurscht, was auch immer. Ich dir helfen beim Bin Abheben? Scout. Ja, bloß halt. Kann ich Ihnen über die Straße helfen? Der Scout ist ziemlich tot, lässt keine Münze fallen. So, lässt ihn, also die nicht, ja, Blödsinn. Ja, weil er beschworen ist. Ja. Warte, jetzt schaut es gut aus. Jetzt habe ich Hoffnung, dass wir das schaffen. Naja, na, noch sieht es nicht gut aus, aber jetzt ist der Sandmann dran und stirbt. Jetzt schaut es gut aus. Und jetzt der andere, nein, erst ist der Vierer Sandmann dran. Schnell, wen hat das Fokus? Sind wir drei Felder? Ich hatte das Fokus. Ja, zum Andi vier Ja. Felder. Nein, zum Andi noch Ah, länger. ja. Nein, ja doch, ein Crackert hat auch vier Felder. Ja, er geht zu mir. So. Und erzeugt Sonnenenergie. Und das war's. Und der andere stirbt jetzt. Endlich. Der war schon überverletzt. Wow. Münze bitte hinlegen statt Nummer Wir haben jetzt 6. eigentlich nur noch einen wirklichen Feind hier. Den Sonnenblick. Naja, oben ist auch noch Ja, ein aber Schamane. ja. Du wirst dich wundern, wenn der dich gleich angreift. Da kann ich nur ein Feld wegschubsen. Und ich habe einen Angriff, wo ich mit Pierce, also ich erledige hier nächste Runde. Es ist. Die Scouts sind auch alle tot. Der Schamane ist dran. Der hat eine Bewegung von 1, aber die braucht er nicht, weil er einen Fernkampfangriff hat und der andere eh schön dafür steht. Er hat einen Angriff von 1 plus 1 ist 2. Nein, er hat einen Angriff. Also das ist ein normaler, gell? Eins, ja. Okay, ich krieg 2 Schaden. Aber ich krieg nur einen Ja. Schaden, weil so ein Teil kommt weg, so ein Tracker hier. Ja. Übrigens, da legst du nicht 2 Tracker drauf, sondern du legst einen drauf und lässt ihn einfach wandern. Der geht jetzt daher. Okay, ich habe einen Das Schaden. ist wie oben bei den Karten. Ja, genau. Und damit ist die Runde abgeschlossen. Du wirst noch geschubst. Um ein Feld zurück. Wo schubst man dich hin? Daher oder daher? Sucht es euch aus, ist mir gleich. Daher, da kannst du schneller wieder weg, wenn du willst. Okay. Naja, gut. Was jetzt? Also ich glaube, ich werde eine Long Rest machen und mich von diesem Sonnendämon runterschubsen lassen. Hat viel Schaden. Was? Da bekommst du viel Schaden. Nein, nur 2. Die heile ich gleich wieder. Ja, der Sonnendämon haut mich auch noch, zugegebenermaßen, aber das stecke ich schon ein. Ich glaube, Lebenspunkte sind kein großes Problem. Es kommt, warte mal, es werden nochmal das Feuer auf Waning und das Licht auf Waning gegeben. Es kommt ein neuer Scout. Ja. Feuer und Sonne, also Licht. Wo stellen wir einen Scout hin, Leute? Der hat alle vier potenziellen Felder. Wo wollt ihr ihn am liebsten haben? Sucht es euch aus. Ich stelle mal hin und ihr könnt es noch verschieben. Nummer 9. Egal, ich mache eine Long Rest. Ja. Ich mache jetzt auch eine Long Rest. Ja, komm, du möchtest ihn töten. Ich habe eine Short Rest gemacht, Leute. Ich habe eine Hoppala, Karte ich habe. gelostet. Also warte mal, es geht eigentlich nur darum, dass wir die zwei oder die drei Viecher da wegmachen. Es müssen alle Gegner weg sein. Genau. Ja, auch alle Scouts, die laufend nachkommen.
Nein, der Sondemond geht jetzt sicher hierher, weil er mich fokussieren wird und das ist das Feld, wo er hingeht, um mich zu fokussieren. Also, Wegen Sonnendämon würde ich mir jetzt keinen Stress jetzt so großartig machen. Ich. naja, doch, weil der hat 13 Es wäre Leben. gut, wenn wir runterkommen. Unten haben wir mehr Spielraum, ihn zu erledigen. Ganz kurz Vorschlag zur allgemeinen Taktik. Ja? Kamane oben stirbt jetzt. Okay? Sagen wir mal. Kamane, das stirbt jetzt. Okay? Der Sonnendämon wird dann versuchen, entweder rauf oder runter zu gehen. Nein, der wird hier bleiben und mich fokussieren, weil ich mache eine Long Rest. Der geht bombensicher, wenn er sich bewegt, geht er hierher auf dieses Feld und da wird er dann stehen. Und da ist er weit weg davon, irgendwo hinzugehen, also die Ebene zu wechseln. Wir schauen jetzt da unten, also ich mache jetzt in der Long Rest und meine Gegenstände auch. Ich könnte auch eine Short Rest machen. Warte, ich überlege jetzt auch noch. Warte, stopp! Frage, Stopp! die Schamanen, die Stopp! jetzt. Ich mache doch eine Short Ja. Rest, Leute. Ich mache doch eine Und Short die Rest. Schamanen, die jetzt erschienen sind, lassen die Münzen fallen? Na, ja, doch, die Das lassen heißt, Münzen da müsste fallen. jetzt eine Münze liegen hier. Nein, die liegt hier. Da liegt eine zweite Münze, weil da ist er Er ist hingefallen und nochmal gestorben. runtergefallen. Ja, Okay. genau. Du hast ihn auf meine Ebene geworfen, woraufhin ich gleich auf die Okay. unterste Ebene geworfen habe. Und dort ist er verschieden. So. Ich habe doch eine Short Rest gemacht übrigens. Und verliere diese Karte, das ist akzeptabel. Okay, und die nehme ich auf die Hand. Muss man, die Okay. Zufällige muss man ziehen vom, weil ich könnte auch eine Short Rest machen und eigentlich schauen, dass ich raufkomme zu den Dämonen und anfange zu ihnen zu kloppen. Ja, wenn du keine Lebenspunkte brauchst und keine Gegenstände, ist die Short Rest wahrscheinlich So, besser. naja, Lebenspunkte. Ja, das war's. Naja, ich kann dich grundsätzlich, ich habe unheimlich viel Heilung noch. Also Lebenspunkte solltest du nicht allzu sehr. Ich überlege nämlich eine Short Rest zu machen, dass ich raufgehe. So, warte mal, nein, ich meine Long Rest. Meistens ist die Karte vielleicht weg, mit der ich raufkomme. Nein, 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 nein. Passt schon. Lass mal so, weil der Spell, wie wir wieder hoffentlich den da wegmachen können, oder? Okay, passt. Passt, okay, bleibe dabei. Alles gut. Ich werde einfach den Sonnendämon Ja, vor behalten. allem kannst du Gute den Idee. vergiften. Nee, ja, ich könnte, aber ich könnte, aber ich werde nicht vergiften. Ich habe bessere Optionen. Dann gehen wir um, oder? Jo. So. Die drei Monster decken auch Stecke auf. mal Der die Schamanen Sonnendämon. vor. Ja. Super, er ist nach mir dran, das war wichtig. Und er heilt Ja, sich. Oder er heilt jemanden. Das er ist ist nach mir ungut. dran. Er wird tot sein. Glaubst du? Haben wir den Schamanen aufgedeckt? Ich Ja. hab. Haben Ich. wir den Nein, Sonnendämonen ich nicht. aufgedeckt? Nein, dann mache ich das jetzt. Der ist früh dran und Aber er heilend. greift nicht an. Nein, das war letzte Runde. Und er ist eher voll Das, im was da liegt, Leben. war letzte Er ist eher Runde. voll im Leben. Ja, aber er heilt andere auch. Ja, aber zu denen kommt er nicht hin. Genau. So, ich glaube, jetzt stimmt's. Jetzt haben wir bei jedem eins Ja. aufgedeckt. Das heißt, ich fange an, oder? Nein, der Sonnendämon fängt an. Mit 17 fängt der Sonnendämon an, ja. Er ist Merkt ja ihm eher voll nichts. im Leben, er hält sich gar nicht. Das heißt, es ändert sich nichts. Nein. Es gibt keinen Fokus über die Ebene, nein, er kann nichts machen. Er verbraucht nicht mal auch die Sonnenenergie, weil er keine Verbündeten hat, die er heilen kann. Das war's. Das passt ursuper. Das ist perfekt. 18. Das sind wieder wir beide, Andi, gell? Du hast 27, ich hab 20. Ich bin Okay. früher dran. Ich mache einen Stun-Shot auf den Sonnendämon. Das ist ein Angriff 1 und der Stun-In. Aber nur wenn Machen du mal ihn den Einser. angreifst, also wenn es kein Patzer ist. Und auf jeden Fall. Nein, Stun auf Okay. jeden Fall.
Das ist unabhängig davon, ob er ihm Schaden zufügt Ich oder sehe nicht. schon. So, ich füge ihm keinen Schaden zu, aber er kriegt dann Stun. Das ist ja schon mal gut. Und das ist super, weil nächste Runde, weil er war vor mir dran, hat nichts gemacht und nächste Runde ist er gestunt. Okay. Und der Michi sieht schon, was ich jetzt noch vorhabe, Wobei, gell? ich bin mir nicht sicher, ob das Gift nicht besser ist. Nein, ich habe es mir auch überlegt, aber ich mach's so. Weil das Gift Ich würde nutze. ja, also die zwei Erfahrungen willst du haben, nehme ich an. Nein, es geht auch einfach darum, den hauen wir einfach runter. Okay. Also den einen Schaden vom Gift. Wir hauen jetzt alles, was wir haben, auf Macht den es dann drauf, sozusagen. Attack. Das ist. Nein, Also wir Attack machen nicht 5. alles, was wir haben, auf den drauf. Zwei müssen unten bleiben und die nachzünden Scouts killen. Ja. Aber der Punkt ist der, wir werden jetzt uns nicht Wir zurückhalten, wenn werden es es darum geht, den schaffen. Schaden zu. Ja. Stopp, ich habe vergessen, es ist vorher mein Wahnsinniger dran. Der bewegt sich hierher. Ich glaube, er hat zwei Bewegungspunkte. Nochmal schauen. Ja, geht zum Scout hin. So, jetzt machen wir einen Ja, Angriff mach 5. schon. Er hat ein Schild, oder? Er hat ein Schild, ja. Und du machst einen Angriff 5. Mal Übrigens, zwei, ich sehe mal gerade, zwei. Sonnendämonen haben Advantage. Haben wir immer, wenn die angegriffen haben, für die zwei Karten gezogen? Egal. Okay. Ja, stimmt. 5 weniger 1 ist viel Cool, Schaden, ist auf kann ich sagen. 9. Er geht Gut, auf er heilt sich 9. nachher. Das ist blöd. Nein, er hält sich nicht nachher. Nein, Ah, das er war war schon vorher, das dran. war ja das Tolle. Ja. So, Karte ist weg, zwei Erfahrungen, ich bin fertig, der andere Ich ist dran. schub's ihn jetzt runter. Und wenn Macht ich ihm das. nur einen Wen? Schaden mache, dann ist er tot. Genau. Und wenn nicht, dann killt er mich. Dankeschön. Nein, er ist tot. Alles gut. Fällt eine Münze neben mir herab. Die Münze kommt hierher, genau. Ja. Das war der letzte Schamane. Der Und hat nur einen außerdem kurzen heile ich Auftritt. mich. Oder ich kann auch Na auf die Stufen geh. gehen. Er wäre gleich nach dir drankommen und hätte sich heilen können. Das war gar nicht nett von Warte dir. mal, soll ich auf die Stiegen gehen? Ja, mach das. Warte mal, wenn ich auf die Stiegen gehe, ist aber trotzdem der Hartmann der Fokus von ihm. Aber ich Ja. gehe auf die Stiegen, weil dann bin ich Ja, näher. wurscht, er ist gestunt. Er ist nächste Ja, Runde ich bin näher bei gestunt. euch, ich komme auf die Stiegen. Er kann nichts machen nächste Runde. Das war ja der Zweck vom Und ich Stun-Shot. kriege eine So. Erfahrung. Es ist als nächstes der René dran. Auf den Scout. Da wäre es mir echt lieber, wenn du rauf gehst und das auf den Sonnendämonen machst. Der eh gestunt ist, der kann nächste Runde eh nicht zurückkommen. Wir haben dann unten zwei Scouts unten, gell? Aber wir können aber den Ja, aber Sonnendämon oben einfach verrecken lassen und alle runtergehen. genau, das wäre der Plan. Wir räumen von oben nach unten alles auf. Der Beziehungsweise. Andi hat auf der obersten Ebene jetzt angefangen. René, was hältst du davon? Ja, hüpf rauf und greif ihn an, dass er die Wunde bekommt. Weil dann stirbt er auf jeden Gute Fall. Ja. Idee. Er braucht Ja. eine Ja. Wunde. Er ruft danach. Ja, da stirbt er so vor sich hin. Die Scouts brauchen keine Wunden. Gehst da rauf mit zwei. Und du kannst mit deiner normalen unteren Karte kannst du runtergehen wieder. Du brauchst ja nur zwei, um wieder runterzukommen. Ja, genau. Aber oben wird dich jetzt keiner runterschmeißen. Ja, der Michi hat komplett recht, finde ich. Nein, nein, er hat nicht recht, weil sein Flame Strike hat nur Ah ja, Reichweite stimmt. 2. Ja. Er muss sich hierher bewegen. Ja, dann brauchst du eine Weile, bis du wieder unten Ja, bist. Soll ist sein. gut. Wir werden es überleben, ja. Hau rein. Kommt eh mal Ich zwei. verbrauche mal das Feuer. Ja. Ja, gehen 5 durch, er geht von 9 auf 4 runter. Und hat eine Und Wunde. er kriegt eine Wunde. So. Und Stunned ist er auch noch. Also der ist. Und vor allem, du könntest Ja, deine Mist. Minor Stamina Potion verwenden. Dann bekommst du dieselben Karten, die du gerade hingelegt hast, wieder auf die Hand.
Ja, das Ja. wäre zu empfehlen. Und du kannst nächste Dann Runde hast du gleich eine wieder Mittel für den runtergehen. Jump wieder. Naja, nur Renés Problem ist, er will Reviving Aether nicht für den Move 4 verwenden, sondern dass er seine Lost-Karten zurückkriegt allmählich, weil er hat nur noch drei Karten. Ja, Genau. dann kannst du rasten und dann kriegst du die Band zurück. Jojo. Ja, ist schon klar. Genau. Passt. Ja. Okay, na dann nimmst du dir gleich wieder auf die Hand zurück. Ja. Nimmst du dir gleich wieder auf die Hand zurück, machst du das alles fertig? So, es ist der Scout Hab deine dran. Flasche umgedreht. Ja. Der Scout haut einfach Oh den Gott. Michel mit Angriff minus 1, das heißt, er hätte 3, minus 1, 2 bleiben übrig. Ja, stimmt. Du hast recht, ja, er hat einen Decoy. Ja, mit Angriff 2. 4 Schaden für den Decoy. Und der Decoy Das wird hält dann noch geschubst, aus. oder? Ja. Richtung da. Ja, da oder da, ist es egal. Okay. Gut. Gespielt. Das heißt, die Monster tun ihr Angriffskartendeck mischen. Es ist 23:40 Uhr. Wir machen mal auf jeden Fall den nächsten Zug noch und schauen dann, ob wir es fertig spielen, würde ich sagen, oder? Ist egal. Ich mische mal für die Sonnendämonen, weil der hat ein So, warte mal, nach einer Mission-Symbol. Long Rest kriege ich erstens nochmal zwei Leben zurück, weil ich bin noch dran. Ja, okay, ja. Acht. Acht, hoffe. Und ich muss eine Karte trotzdem wegwerfen, oder? Ja, aber du suchst sie dir selber So. aus. Ich Ich untappe kann aber auch deine die Karte. Leather Moment, ganz Armor. kurz. Kann auch die Karte auf der. Die auf der Hand nicht, Ja? nein. Okay. Nein. Nein. Nur vom Discard-Pile. Ich habe deine Lederrüstung wieder angetappt.